Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir sind jetzt hier bei dem goldenen Pfad in der Mission angekommen und kümmert uns jetzt mal drum. Amita, alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kyrati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Okay, gehen wir mal kurz zu Sabal und gucken, was der so sagt. Sabal. Amita hat mir von der Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst nicht darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige nur als Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Also wenn es Heroin ist, muss ich es auf jeden Fall zerstören. Machtverhältnis. Sabal will, dass du die Rohan-Ziegelfabrik zerstörst und jede weitere Opiumverarbeitung zu verhindern. Wenn du diese Mission... Ja, komm, machen wir. Ich bin total gegen Drogen. Da kann mir Amita vorheulen, was sie will. Es ist mir völlig egal. Chemie für Anfänger. Was soll ich jetzt machen? Triff dich am Treffpunkt mit den Rebellen. Na gut. Das kriegen wir hin. Soll doch Amita rumheulen, wie sie will, ganz ehrlich. Ist doch ganz klar, dass ich Drogen vernichten werde. Sowas lasse ich gar nicht zu. Weißt du was, wir nehmen auch den Wingsuit. Damit werde ich jetzt ein für alle Mal klarstellen, dass ich nicht auf Drogen stehe. Deswegen fliege ich jetzt ohne Gleiter und fliege gerade direkt aufs Wasser zu. Vielleicht nicht ganz so intelligent. Na komm, landen wir wenigstens im Wasser. Da fehlte mir ein bisschen der Wassereffekt, wenn wir drüber fliegen. So dass der Wind wirklich mitgeht. Ja, na gut. Die letzten paar Meter können wir auch zu Fuß laufen. So ist es nicht. Hauptsache, wir sind sicher und weich im Wasser gelandet und sind nicht gestorben. Ich glaube, das war ein guter Plan. In der letzten Folge sind wir so oft gestorben, dass ich das ganze Ding Ladebildschirm genannt habe. Weil einfach nur nichts anderes passiert ist, als dass wir einen Ladebildschirm hatten. Aber dieses Mal, Freunde, bin ich ein bisschen besser und passe auf. Ich werde nichts sterben. Ich werde alles vernichten. So, da hinten wird auch schon der Treffpunkt sein. Auf der Straße muss man nach rechts und links gucken, Mädels und Jungs. Das ist ganz wichtig, sonst wird man überfahren. Das ist mir auch schon so oft passiert hier. Na, schade. Hunde. Du dreckiges... Nimm die Granate! Ich wollte eigentlich ein Messer werfen. Ich stelle mal auf Messer um, nicht, dass mir das 50.000 Mal noch passiert. Ich will nicht deswegen sterben.
Und wir könnten endlich neue Messer gebrauchen. Wo sind wir jetzt? Wir sind schon wieder in diesem Gebiet, ne? Wir hätten das Ding einnehmen sollen. Egal, zu spät. Jungs? Jemand hier? Hey, hey, Sabal sagte, dass du kommst. Wir haben hier jeden Sprengstoff, den man sich nur wünscht. Nimm dir, was du brauchst, und dann geh zum Havildar auf dem Hügel. Okilidokili. Ist hier nicht irgendwo noch ein Poster? Wahrscheinlich oben, ne? Ja, drauf geschissen. Oh Mann. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen auch noch zu Fuß laufen. Was ist denn hier los? Statt mir hier gleich mal einen Weg hinzubasteln. Naja, so schwer war es auch nicht. Sprich mit den Rebellenanführern. Bist du der Havildar? Havildar, Kommandant, wie du willst. Ist mir eine Ehre, Sohn von Mohar. Siehst du den Schornstein? Zerstör die Stützkabel und lass ihn einstürzen. Das sollte ein schönes Loch geben, durch das du in die Anlage kannst. Zerstören? Die Frage ist wie, oder? Ich würde den Sprengstoff für den Schornstein und die Einrichtung aufheben und die Kabelwände mit Hilfe der Elefanten rausreißen. Viel Spaß! Mit den Elefanten? Dürfte interessant werden. Wo war dieser scheiß Köter gerade? Ja. Okay, ich wurde gesehen. Ach, Dreck. Nein, wir haben hier Verstärkung. Das wusste ich nicht. Elefant, dreh durch. Oh Gott. Okay, nehmen wir doch mal Granaten. Oh, ich brenne. Oh Gott, hier brennt alles. Soll ich jetzt plötzlich Bogen in die Hand? Na, wie ist es? Dreht der Elefant durch. Ach, das ist mein Dude. Was machst du denn da? Bist du des Wahnsinns oder was? Mein Dude dreht durch. Du bist doch krank. Ich glaube nicht, dass sie weit genug war. Naja, immerhin habe ich einen verletzt. Ich habe keine Granaten mehr. Ja, wer braucht Granaten? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich wurde überfahren. Okay. Wir müssen also taktisch vorgehen, ja? Das können die haben. Das können die haben, Freunde. Ich mache jetzt sowas von platt. Es kann nicht sein, dass ich hier meine ganzen Folgen im Ladebildschirm verbringe. Das geht nicht. Das geht doch nicht. So. Zack. So, wo ist der Rest? Den Elefanten haben wir schon mal gesehen. Da ist noch einer. Da sind die Leute auf dem Fahrzeug. Da ist einer. Und der Köter muss hier irgendwo rumspazieren. Da ist der Köter. Sehr schön. Zerstöre die Stützkabel des Schornsteins. Okay. Das kriegen wir doch hin. Als allererstes werde ich den Alarm deaktivieren. Das war schon mal ein Alarm. Ich hätte mir eine Sniper mitnehmen sollen, ganz ehrlich. So, Mr. Köter.
Du willst also aufs Fressbrett. Oh je. Scheiß Köter riecht mich. So viel zu dir. Ich brauche echt ein Sniper. Waffennest. Mist, ich sehe die Stromdinger nicht. Ja, die Stromdinger sehe ich schon. Die. Weißen die nochmal gleich. Alarme. Kommt nämlich gleich das Fahrzeug. Ich muss aufpassen. Gut, wir haben hier noch einen Elefanten. Stützkabel. Haben die gesehen? Ich weiß das nicht. Ich glaube schon, dass mich irgendwer gesehen hat. Da ist ein Alarm. Wo warst du denn? Ich hab den gar nicht gesehen. Hab nur gesehen, Takedown? Okay, mach ich. Köter. Shit, wo ist der letzte Alarm? Dürfen mich nicht finden. Wenn die mich nämlich nicht finden, ist alles gut. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Okay, jetzt wissen sie es. Meine Fresse. Verzieh dich. Ich glaube, die haben nicht die Chance gehabt, die Alarm auszulösen. Das ist, denke ich, mal gut. Nein! 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 Das ist nicht dein Ernst. Ah, shit. Jetzt kommen die auch noch mit Verstärkung, ne? So. Wo kommen die Jungs her? Die haben ganz schönen Radius, Alter. So ein Bullshit aber auch, ne? Naja, egal. Machen wir die halt kaputt. War mir ein Vergnügen. Ach, verdammt. Elefant, alles gut? Oh, ich hab den Elefanten rausgelassen. Ich hoffe, ich habe den Elefanten nicht getroffen. Das wäre ein bisschen ungünstig. So, Strommasten, ja? Muss ich mit den Elefanten vernichten. Mr. Elefant? Elefant? Holy shit! So. Elefant! Ich brauch dich! So! Dann machen wir zuerst mal die Strommasten an den Seiten kaputt. Wo kommst du denn her? So, komm. Langsam rechts auch. So. Das war, glaube ich, einer. Ja, das war einer. Wir müssen eigentlich nur im Kreis laufen, um die Dinger zerstören, glaube ich. Das wurde mit zwei.
Hi, Kumpel. Das war, gekonnt. Das hab ich so gewollt. Genauso wie das. Achso, das ist umgefallen. Jetzt sterb doch. Weil so einen coolen Moves, weißt du, und dann plötzlich nichts mehr. Dann war ich plötzlich schlecht. Alter, wie viele sind denn hier? Ich muss nur da hinten hin. Dann wird alles gut. Boom. Das war das letzte Kabel. Der Schornstein ist jetzt angreifbar. Okay, das heißt, ich muss jetzt ein bisschen C4 oder so platzieren. Und Elefant, du machst das schon ohne mich. Ich vertraue dir da voll und ganz. Ja, ich glaube, der Elefant macht gerade einen kurzen Prozess mit dem. Oh ja. So. Wie wechselt man nochmal? So nicht, auf jeden Fall. Achso, das ist ein Stein. Ach, man kann ja Steine werfen, stimmt ja. Wie wechselt man denn nochmal zu C4? Ah. Haftfunktion. Ach, wir haben eine Haftfunktion für die Dinger. Ich weiß nicht mehr, wie man die auswählt. Oh, okay, ich hab's irgendwie geschafft, C4. Okay, legen. Zum Glück fällt der in die Richtung, Alter, schön. Also bin ich so schön, wie wenn er in die andere Richtung gefallen wäre. So. Das war's. Jetzt geh da rein und jag alles hoch. Wir werden hier draußen gegen die Schweine kämpfen. Okay, ich soll da irgendwie reingehen. Das ist easy. So. Ich glaube, ich muss einfach nur. Genau. Da muss ich nichts Großartiges machen. Gut. Laufen wir mal weiter. Jungs, müsst ihr hier brennen? Jetzt hat er den anderen angezündet. Den nehmen wir auch nochmal mit. Ganz bequem. So, ach toll, jetzt bin ich wieder hier reingerannt. Boah, das war dumm. Da müssen wir einen platzieren. Das müsste eigentlich schon alles hier weg sein, ne? So, verlassen. Und ich glaube, das am besten schnell. Ich glaube, ich war ein bisschen zu nah dran. Ich hatte Zuckungen im Finger und plötzlich ans Klick gemacht. Also, wie kann man passieren, du? Ja? Na gut. Verlassen wir nochmal das Labor. Ich meine, es ist doch viel cooler, zweimal so ein Labor zu verlassen. Chemie für Anfänger beendet. Sabal, die Ziegelfabrik ist Asche. Gute Nachrichten, Bruder. Wir wurden vergiftet, aber du hast Kyras Vision für ihr Volk erfüllt. Nun haben wir die Chance auf ein reines Leben, in Einklang mit dem Land. Die alten Sitten kehren heim. Das dank dir, Sohn von Mohan. Ja. Jawohl. Und jetzt? Zwei auf W? Was ist W? Unbekannter Ort? Willis. Keine Ahnung, wer Willis ist. Wir haben da hinten nochmal so eine Mission. Oder wir könnten zu Willis gehen. Das werden wir morgen entscheiden, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ich hasse dich.